So, jetzt machen wir mal einen Test, was passiert, wenn man es falsch macht. Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt wahrscheinlich schon gesehen, am Anfang hat es ganz schön gerappelt hier an der Tischkreissäge und warum ich das gemacht habe, darum geht es halt eben heute. Ich will heute auf so eine Kleinigkeit aufmerksam machen, wo ich öfters bei mir selbst jetzt auch schon festgestellt habe und auch auf jeden Fall schon bei anderen. Und zwar ist das die Tischkreissäge. Es geht hier jetzt nicht um den klassischen Kickback, es geht jetzt hier nicht um den Spaltkeil an sich. Es geht um das einfache Ding, dass so ein Stück Holz einfach mal kippeln kann. Und wie sagt man immer, der Teufel ist ein Eichhörnchen, darum soll es heute gehen. Und durch diese Demonstration wollte ich einfach mal zeigen, wie schnell das halt eben ganz, ganz böse enden kann. Natürlich habe ich meine Finger nicht als Demonstrationsbeispiel genommen. Warum ich das so gewählt habe, werde ich euch gleich zeigen. Schauen wir uns zuallererst mal hier das Sägeblatt an. Normalerweise, wenn wir etwas schneiden, wenn wir zum Beispiel hier so einen Streifen schneiden, dann wollen wir hier vielleicht ein Stück abtrennen oder wir wollen etwas auftrennen und. Die größte Gefahr, könnte man ja vielleicht meinen, findet ja hier vorne statt. Hier vorne wird das Material geschnitten, hinten dran ist eigentlich alles schon gar nicht mehr so wild. Und wenn wir das halt eben durchgeschnitten haben, haben dafür halt logischerweise unseren Pushstick benutzt, dann ist die größte Gefahr eigentlich schon fast vorbei. Was ich jetzt aber öfters schon gesehen habe, ist, dass Leute hinter dem Sägeblatt das Holz führen. Und dann ist das ja gar kein Problem. Wir können das Holz ja hinten dann einfach passend an den Parallelanschlag drücken und dann ist das ja vermeintlich sicher. Auf das Thema bin ich vor ein paar Jahren schon mal gestoßen, denn da hat sich ein Amerikaner schön die ganzen Finger hier oben abgesäbelt. Und zwar ist das deswegen passiert, weil der zuallererst mal keinen Spaltkeil benutzt hat. Wenn ich das Video finde, werde ich das unten noch in der Videobeschreibung verlinken. Und der hat das ähnlich gemacht. Der hat das Holz halt eben an dem Sägeblatt vorbeigedrückt und hat es hinter dem Sägeblatt an den Anschlag gedrückt, ohne einen Pushstick. Denn man ist ja hinter dem Blatt und wenn man hinter dem Schnitt ist, dann kann ja eigentlich nicht mehr so viel passieren. Nur das Problem bei dem war halt einfach, dass das Holz sich dann verkeilt hat. Und wenn sich so ein Stück Holz verkeilt, dann kann das ganz, ganz schnell nach vorne wegsausen. Und dann hat er das Holz immer noch festgehalten und seine Finger wurden damit dann über das Sägeblatt drüber gezogen. Und dann hat man halt auch hier einen sehr, sehr sauberen Schnitt erzielt. Das Brett wurde an dem Sägeblatt vorbeigedrückt und man ist dann schon weit hinter dem Sägeblatt. Man ist schon fast fertig mit dem Schnitt und unterstützt das Holz hier hinten. Und dann ist es ja vermeintlich sicher. Nur in dem Moment wurde das Holz halt eben gegriffen. Wurden nach vorne geschossen und dann hat der Kollege sich halt hier leider die ganzen Finger abgeschnitten. Super, super ärgerlich, weil wenn nur das Holz weggeflogen wäre, hätte man in Anführungszeichen nur einen Kickback gehabt. Wobei bei ihm das Ganze noch mal ein bisschen extremer war, weil er hatte halt keinen Spaltkeil. Aber das ist vielleicht auch hier eine vermeintliche Sicherheit. Man sieht ja auch öfters hier solche Tischkreissägen, die einen Spaltkeil haben, der über das Sägeblatt ragt. Das ist für normale Schnitte vollkommen okay, aber wenn man verdeckte Schnitte machen möchte, kann man den Spaltkeil halt so nicht benutzen, außer man ändert den ab. Normale Tischkreissägen oder Formatkreissägen haben sowieso einen Spaltkeil, der ein bisschen unter dem Sägeblatt steht, damit man halt auch diese verdeckten Schnitte in einem machen kann. Viele haben ja eine Tischkreissäge, bei dem früher ein Spaltkeil dran war, der über das Sägeblatt geragt hat. Dann haben auch viele, wie ich früher dann mich dazu entschieden, diesen Spaltkeil so ein bisschen nach unten abzustutzen, damit man auch verdeckte Schnitte machen kann. Eigentlich gar nicht so verkehrt, man hat immer noch einen Spaltkeil. Wenn man Massivholz auftrennt, ist das Blatt sowieso über dem Material, das heißt, der Spaltkeil ist auf jeden Fall da. Nur ich finde, dass hier dann gerade auch so ein bisschen die Gefahr nicht vielleicht direkt gesehen wird, dass das Holz auf das Sägeblatt auffallen kann. Wie kann das passieren? Das werde ich euch einmal kurz zeigen. Man hat vielleicht ein Sägeblatt drauf, das zu viele Zähne hat und dazu ist das Sägeblatt vielleicht ein bisschen stumpf. Dann schiebt man das Holz an dem Sägeblatt vorbei. Das Sägeblatt ist ein bisschen stumpf, man muss ein bisschen fester drücken und manchmal wippt das dann oben so ein bisschen drauf rum, weil das Sägeblatt nicht mehr so scharf ist. Oder wenn das Holz sehr lange ist und hin nicht mehr unterstützt wird, kann es ja natürlich dazu kommen, dass das hinten ein bisschen runterkippelt und irgendwie hier oben auf den ersten Sägezahn kommt. Und da ist dann halt eben die riesige Gefahr, dass es dann gepackt wird und nach vorne schnellt. So weit, so gut, ist natürlich nicht so schön. Aber wenn man die Finger da nicht so wirklich nah dran hat, dann ist es natürlich schön, wenn es in den meisten Fällen einfach nach vorne gerade raus wegfliegt. Deswegen soll man ja sowieso neben der Tischkreissäge stehen. Aber wenn ihr euch jetzt dazu entscheidet, das Holz irgendwie hinter dem Sägeblatt an den Anschlag zu drücken und dann passiert das Ganze, dann kann es halt eben viel, viel schlimmer enden. Denn dann könnt ihr euch halt wirklich die Finger absäbeln, weil ihr das Holz festhält. Hinter dem Blatt, vielleicht so,
dass auf das Sägeblatt draufgeschoben wird und es dann nach vorne geschossen wird. Und das ist so die Message, die ich euch mitgeben will. Packt niemals das Holz hinter dem Anschlag an. Ihr habt zwar hier so einen Spaltkeil, ihr habt zwar hinten den Anschlag, das Sägeblatt ist ja viel weiter vorne, packt aber niemals hinter den Anschlag. Dann kann es wirklich ganz, ganz böse enden. Eine Sache, ich will ja fair sein, die mir selbst aufgefallen ist, ich habe in der letzten Zeit auch öfters das Holz hinter das Sägeblatt geschoben und anschließend das Holz gegriffen. Bei mir ist hier diese Spanhaube, ich sehe nicht ganz genau, okay, wie weit ist es dann jetzt vielleicht noch, und wenn man speziell sehr, sehr viele Schnitte macht, kann das halt böse enden. Wenn man zum Beispiel hier jetzt einen Streifen schneidet, man führt das Ganze am Sägeblatt vorbei, das war nämlich das, was mir selbst negativ an mir aufgefallen ist, man greift hier rüber, man schnappt sich das Holz und zieht sich dann so rüber. Das ist ein Arbeitsschritt, den sieht man auch ganz oft, den machen auch nicht nur die wenigsten. Dann kann es halt eben auch unter Umständen passieren, dass es irgendwie auf das Sägeblatt kommt und dann nach vorne schießt. Hat man dann nicht immer als eine Spänehaube oder eine Spanhaube, dann kann es halt noch schneller dazu kommen, dass da halt wirklich was ganz Schlimmes passiert. Wir schauen uns jetzt mal die verschiedenen Schnitte an, die verschiedenen Kickbacks, wie die halt eben aussehen. Und tatsächlich sieht es gar nicht mal so wild aus, aber ihr habt ja gesehen, was daraus entstehen kann, speziell bei dem letzten Versuch. Da hat es wirklich sehr, sehr extrem gescheppert. Hier sehen wir einmal einen Einschnitt, wo das Sägeblatt das Holz gefasst hat, weiter nichts. Hier sehen wir einen noch viel, viel längeren Einschnitt, wo das Holz noch eher gepackt wurde. Und dieses Stück Holz ist auch ungefähr 10 Meter an das Tor von meiner Werkstatt geflogen. Das hier sind dann die extremeren Fälle. Hier wird wirklich sehr viel Holz rausgerissen, und probiert das mal mit dem Stemmeisen wegzustemmen. Dann wisst ihr ja natürlich auch, wie fest Holz eigentlich auch ist. Und wenn dann so schnell in einer Bruchteil von einer Sekunde so viel Material weggeschossen wird, ist das schon eigentlich ziemlich beängstigend. Und das hier war auch nochmal ein Paradebeispiel. Es muss mal nur ein Stück Holz auf das Sägeblatt auffallen und dann kann es halt wirklich extrem scheppern. Ein Indiz, dass sowas halt auch einfach mal passiert, ist diese Tischkreissäge als Bravourbeispiel. Die ist schon unzählige Jahre alt, die hat schon mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel. Und das, was ihr hier seht, ist nicht von mir. Das war alles schon an der Tischkreissäge vorher eingerammt. Und das ist eigentlich ganz, ganz extrem, wenn man sich vorstellt, wie viel Flex in so einem Tischkreissägeblatt eben drin ist. Bei dem letzten Test ist das hier jetzt bei mir passiert. Hier haben wir ein Stück aus dem Aluminiumanschlag wirklich rausgeschnitten. Hier vorne haben wir ein Stück weggeschabt und das ist wirklich ganz, ganz abgefahren. Es sieht noch schlimmer aus, als es ist, denn hier diese ganzen anderen Einschnitte, die waren schon vorher tatsächlich da. Das sieht man ja auch hier zum Beispiel. Hier ist noch ganz viel Dreck drin. Hier, wo alles silbern glänzt, das ist gerade bei dem letzten Versuch halt eben passiert. Das Sägeblatt ist wirklich Schrott. Der Zahn hier ist abgebrochen. Manch andere Zähne sind auch abgebrochen. Eigentlich ein bisschen schade drum. Aber es ist, denke ich, sehr, sehr viel Mehrwert jetzt hier, dass ihr einfach mal seht, was halt wirklich passieren kann. Ich habe versucht, noch einen Schnitt zu machen, um einfach zu sehen, ob jetzt noch Zähne wegfliegen. Und hier habe ich beim Schneiden gemerkt, dass das Sägeblatt nach links eine kleine Furche sogar noch schneidet. Also das hier kann man wirklich nicht einmal mehr für Bauholz benutzen. Sollte man wirklich auch drauf achten dann. Ganz, ganz ernstes Thema. Jetzt habt ihr gesehen, was passieren kann, und ihr müsst es nicht irgendwie auf Teufel komm raus bei euch zu Hause mal ausprobieren. Kleiner Fun Fact, ich war mal im Werkenunterricht und hat unser Werkenunterricht, als wir alle irgendwie so 15, 16 waren, auch mal mit so ein paar Klötzen gezeigt, was passieren kann, denn der hat die einfach auf das Sägeblatt auch geworfen und dann ist das Holz wirklich auch in dem Fall meterweit weggeworfen. Mich würde sehr, sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, damit wirklich möglichst viele das sehen. Teilt es auch gerne, damit, wie gesagt, andere auch einfach mal sehen, dass man speziell nicht hinter das Sägeblatt greifen soll. Natürlich gibt es bei der Tischkreissäge noch weitere Gefahrenquellen, das will ich gar nicht vermildern, aber das hier hat mir persönlich so ein bisschen am Herzen gelegen, weil ich das noch bei niemandem gehört habe, der das mal gesagt hat. Das soll es für heute gewesen sein. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Ganz schön übel, ich weiß, aber besser hier mal als Video gesehen, bevor man es selbst unter Umständen leider aus Versehen mal ausprobiert. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch 10 Finger und noch einen ganz tollen Tag. Tschüss.